Willkommen zurück bei Sis. Da. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Aasjet die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgil. Rolf, wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Oha. Hört zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Ich wäre be... Kämpft! Haha, der Dreck mal drauf gekriegt. Ich bin besser als jeder Mann hier. Ihr habt noch viel zu lernen. Alter, was bist du denn für... Jetzt reicht's mir aber mit dir. So. Du wirst erst gegen mich kämpfen müssen. Vielleicht setzt du dich lieber wieder. Nein, nein, mir geht es gut. Kümmere dich nicht um mich, sondern lieber um dich selbst. So. Das genügt. Habe ich gewonnen? Nein, doch du hast gut gekämpft. Und du hast gute Aussichten. Ich hätte lieber etwas Mehl. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Thorgils es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Thor, der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf, weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück! Danke. Was ist denn das für eine Maske? Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Ich komme schon wieder zum Nichts, weil ich schon wieder... Es gibt einfach zu viel zu entdecken. Das ist schlimm. Wow, noch ein neuer Strang. Okay. Ja, Gift. Ich habe noch kein Gift. Verringert den Schaden von gegnerischen schweren Angriffen. Schwere Angriffe haben einen goldenen oder roten Effekt. Oh, das ist gut. So, dann gehen wir noch mal kurz gucken, was die Maske ist. Maske, wo ist sie denn? Da, 12. Kann nur hier sein. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich? Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. Was wollt ihr denn? Kennen wir uns?
Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Ah. Darin habe ich nicht eingewilligt. Nun, wollen wir einen Spottstreit beginnen? Oh, oha. Ah, okay, ich probier's sehr mal. Gern. Hang an. Deiner Einsatz. Machen wir mal mittleren Einsatz. Ich weiß, keine Ahnung. Hier ist mein Einsatz. Jetzt kann es losgehen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Oder ob wir verlieren. Hast du schon jemals so starke Muskeln gesehen? Muskeln gesehen. Jedem, der dich sieht, wird der Hunger vergehen. Deine Muskeln sind stark. Deine Eitelkeit nervt. Scheint mir eher, als würde ein Schwein vor mir stehen. Machen wir mal das hier. Scheint mir eher, es würde ein Schwein vor mir stehen. Nicht nur bin ich sehr stark, ich sehe auch gut aus. Ja, wie eine Maus, ha? Das findest zwar nur du, aber mach dir nichts draus. Dein Gesicht und dein Haupthaar sind furchtbar. Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Das ist fantastisch. Nur weiter so. Trafst du jemals schon wen mit so schnittigem Schneid? Schneid? Oha. Du hast Schneid wie eine Keule, bist einfach nur breit. Du bist so grottenschlecht, dafür war ich nicht bereit. In der Tat bisher nicht. Du bist fürchterlich stumpf. Ne, es geht nicht. Dann das erste diesmal. Du hast Schneid wie eine Keule, bist einfach nur breit. Brutal. Das gefällt mir. Großartig. Selten trifft man einen so zankesbegabten Menschen. Oh. Deinen Gewinn hast du dir redlich, zankredlich verdient. Zankredlich. Deine Beleidigungen merke ich mir. Zankredlich. Äußerst gern geschehen. Jo, gut. Charisma verbessert. Ah ja. Okay. So, dann gehen wir jetzt noch einen trinken und dann machen wir uns auf den Weg. Und wir haben 300 Silber. Ja. Eieieiei. Sorry, aber was sitzt ihr hier denn auf der Treppe? Hallo. Sollen wir uns messen? Wenn du das schneller runterkippst als ich, hast du gewonnen. Boah, okay. Von wie viel Silber willst du dich trennen? Na dann. Ran ans Horn! Oha. Hallo? Ey! Ich muss etwas... Ich muss... Das ist leicht zeitverzögert. So. Ja, so schnell geht. Oh, das war zu früh. Bei dir geht ja alles daneben. Ach komm. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig drücken, das ist ja fies. Ja, gut, das haben wir verloren. Ja. Das ist ja unfair. Nicht durstig genug. Ich nehm's mit jedem an. Ich konnte irgendwie nicht beides gleichzeitig machen. Bist du auch so durstig? Der Gewinn gehört.
Ups. Dein Silber. Dann mal los. Ja, jetzt weiß ich ja, dass das hier etwas... Selbst Thor könnte nicht mehr töten als ich. Los. Ja. Das gibt's doch nicht. Wie früh soll ich denn da drücken? Das ist das. Nicht so sagen. Ja. Shit. Komm noch weiter. Boah. Jawohl, geht doch. Wenn man es weiß, dass man eher drücken muss, dann klappt das auch. Okay. So, jetzt haben wir genug Blödsinn gemacht. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah ja, da. Komme ich denn da am einfachsten hin? Von hier? Ist ja ein ganz schön langer Weg. Also vielleicht, ich glaube, vielleicht kann ich mit dem Boot rumfahren. Probieren wir das mal. Wir hatten noch hier eine Anlegestelle. Oder? Will ich jetzt... Warte mal. Genau, hier. Oh, ist das nur ein Schnellreise, dass ich hier hin kann? Nee, ihr müsst doch eigentlich mit dem Boot wegfahren können, oder? Bekanntmachung König Harald sucht Krieger. König Harald bietet allen mutigen Männern und Frauen auf der Suche nach Ruhm und Reichtum, Silber und gute Waffen. Wenn dich das reizt, halte nach König Haralds Schiffsausschau. Ja. Ich kann mein Schiff nicht hier hin... Ach, das ist doch... Wozu habe ich ein Schiff, wenn ich das nicht rufen kann? Jetzt mal im Ernst. Wozu habe ich's dann? Boah, geht das ja später irgendwann. Weil aktuell kann ich das Schiff ja definitiv... Auf jeden Fall wüsste ich nicht wie. Ah, vielleicht geht das irgendwann. Ach, hier bin ich. Oh, ich muss in die Richtung, okay. Kletter runter. Los, hopp, hopp. Hopp, hopp. Na komm schon, lass doch. Von hier kannst du auch loslassen, oder? Nee, macht er nicht, okay. Aber hier kann ich mit dem Pferd immer noch nichts anfangen. Wir müssen erstmal. Junge, kletter auch einfach mal gerade runter. Hey!
Okay, das Pferd ist schon da unten. Hey, warte doch. So. Hier gibt es keine Straße, die wir folgen können. Hoppala. Wir gehen einfach durch die Berge und hoffen, dass wir nirgendwo runterstürzen. Nicht so fährt, also ehrlich mal. Wuhu! Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Ich würde sagen, wir werden klettern den Rest. Wow. So. Naja. Ich wäre fast abgestürzt. Einfach weiterklettern, einfach weiterklettern. So. Nein, hallo, runter sollst du nicht hoch. Ja, sicher. Glaube auch. Aua, da, ich glaube, ich habe wieder den einfachsten Weg überhaupt genommen. Ist. Hallo, hallo, oh, Kamera, komm schon. Wow. Ich versuch's nicht. Ich versuch nicht ins Wasser zu springen. Ich sehe schon kommen, dass das nicht schafft und dann sind wir tot. Und, weil wir eh fast unten sind. Genau, zack. Weil hier vorne haben wir noch was. Aber das war.
Aha. Gut, nehmen wir es einfach mal mit. So, hier haben wir Pfeile, aber ich glaube, der ist nicht voll. Schwierigkeitsgrad, schwache Gegner ausgeglichen, stark, sehr, sehr stark. Okay, was ist denn hier los? Hallo? Was soll das? Wer schlägt hier die Kriegestrommeln an? Sieh mal an, ein kampferprobter Wikinger. Genau dich brauchen wir. Oh, und wofür braucht ihr diesen kampferprobten Wikinger? Eines Tages sind wir die größten Krieger unter unserem Banner. Skalden werden Lieder über das Wolfsrudel schreiben. Aber erstmal müssen wir noch das Plündern üben. Plündern wollt ihr? Dann lasst uns plündern. Drei Wölfe und ich als Vierter an eurer Spitze. Wolfsrudel, vorwärts! Wolfsrudel! Sie rannten. Vier Krieger. Wie vier Klauen eines Raubtieres. Eine jede zum Töten geschaffen. Aha. Zum Vernichten. Ach Gott, was habt ihr denn vor? Da steht auf einmal jemand. Da steht auf einmal ganz viele. Sie kamen im Dorf an. Hatten Fackeln, Äxte und Klingen dabei. Bereit so. Für das Gemetzel. In den Krieg! Das Opfer schafft es nicht zu fliehen. Nicht einmal zu blinzeln, während ihm die Luftröhre aus dem Hals gerissen wird. Seine Innereien werden jetzt zu Äußereien. Was machst du denn da? Wow. Ach, da oben steht noch einer. Gemeinsam! Das Wolfsrudel im Schutt des feindlichen Dorfes. Nichts bleibt, außer Trell für uns und der glimmende Rest des Blutbads. Komm, großer Wolf, und knie nieder vor deiner Jarlskrone. Ein erfolgreicher Raubzug. Ja, dank deiner Hilfe wurde der Rabenclan endgültig vernichtet. Der Rabenclan, sagst du? Ja, wie in Jarlkürt wies Erzählungen. Eines Tages werde ich so sein wie er. Ah ja. Kürt wies junge Krieger. Eines Tages sehe ich euch Wölfe auf einem anderen Schlachtfeld wieder. Oh ja. Hallo. Finde Sigurd. Okay. Mal schauen, wo er ist. Was siehst du, alte Freund? Ja, er ist irgendwo hier in dem Gebiet. Moment, hier gibt's ein Buch. Das holen wir uns.
Oh, sorry. Okay. So, die Frage, da unten, wie kommen wir da runter? Direkt unter, es ist unter uns. Ach, holen wir uns einen anderen mal. Gucken wir erstmal. Warte, ich will aber ganz kurz. Ja, hier wahrscheinlich. Da kommen wir wahrscheinlich wohl nicht durch, ne? Ja? Ja. Okay. Gut, dann holen, gucken wir da ein andermal. Was siehst du? Ja, irgendwo hier muss er sein. Glaubst du, du kannst ein Klangstück zum Himmel? Aber wir sind stark, Feigling. Da ist er. Huch. Der Gestank ist stark. Im Haus ist er. Hallo. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier. Den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Du willst, dass ich mich deiner Bruderschaft anschließe? Geht so deine Bruder? Du willst, dass ich mich deiner Bruderschaft anschließe? Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Okay. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Ja, das glaube ich gern. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Deswegen die versteckte Klinge, schon klar.
Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Ach so, weil B drücken um die... Okay. Dort in dem Lager ist Gorn. Wir versuchen es einfach mal. Warte mal, gehen? Irgendwo konnte man auch gehen. Irgendwo konnte man auch... Ah, so. Mich gedrückt halten, ne? Mich loslasse, er läuft dann ja schneller. Was hast du dir gedacht? Trinkst Mehl auf leeren Magen. Ja, das ist auch selten dämlich. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Ich hab noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Ein leerer Magen trinkt nicht gern. Erinnerst du dich an Fragis Doppelstuhl? Hallo? Ah. Du hast mir! Ah. Verflucht seist du! Das wird von den Finden nicht halten! Ach komm, du hast doch ein Schild, dann benutze ihn doch auch! Ich soll dich holen! Wir siegen, hört nur auf mich! Ups. Woran haben die uns jetzt erkannt, wenn ich mal ganz blöd fragen darf? Egal. Der nächste Part. Du feige Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Gut. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Das machen wir am nächsten Mal. Für heute war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das hat jetzt nicht ganz gut geklappt, aber egal. Bis dann und ciao.